Vielen Dank, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, lieber Politoffizier Banatschak, vielleicht hören Sie jetzt ein bisschen zu. Zunächst mal ein großes Dankeschön an die Bauern für ihren Mut und ihren Einsatz, hierher zu kommen, und auch einige der Spediteure. Aber im Prinzip hätten nicht nur mehr Spediteure, es hätten hier die Busunternehmer stehen müssen, es hätten hier die Taxiunternehmer stehen müssen und eigentlich auch alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, Sie da oben auf der Tribüne, bei mehr als 50% Abgabenlast auf Ihren Lohn, meine Damen und Herren. Und bleiben Sie bitte standhaft, demonstrieren Sie hier so lange, bis diese schlechteste Regierung aller Zeiten, die für mich die Verkörperung des Morgentauplans ist, abtritt oder Sie Ihre Ziele hier wirklich durchsetzen, meine Damen und Herren. Für sage und schreibe 1 Promille mehr Steuereinnahmen, weil Sie unfähig sind, einen verfassungsgemäßen Staatshaushalt aufzuschalten. 1 Promille, 400 Millionen Mehreinnahmen, bei 400 Milliarden Euro Gesamtsteueraufkommen wollen Sie ganze Wirtschaftszweige in Deutschland tatsächlich ruinieren. Die Bauern sind Sie dabei zu ruinieren. Sie haben bereits sturmintensive Betriebe hier in Deutschland ruiniert. Sie sind dabei, die Kfz-Industrie zu ruinieren. BASF geht bei einem der größten Chemiefabriken nach China und baut die nicht in Ludwigshafen aus, meine Damen und Herren. Sie sind hier die Spalter und gefährden den Wohlstand. Sie legen Axt an den Wohlstand der Deutschen. Treten Sie ab. Bei Ihnen ist der Facharbeitermangel am größten. Und bei Ihren Bildungsdefiziten, Herr Banatschak, wundere ich mich nicht über solche Äußerungen. Und was ich in der Anhörung gelernt habe, das war ganz spannend, insbesondere zum Haushaltsfinanzierungsgesetz, wie unfähig Ihre Politik und wirkungslos sie auch noch ist. Schweine im Weltall, sage ich mal. Die Bauern, die Schweineproduktion hat sich aus Deutschland nach Spanien verlagert. Nach wie vor, Sie können ja mal den Deutschlandfunk hören, wollen die Deutschen aber bei ihrer katastrophalen Politik bei 20% Kaufkraftverlust, meine Damen und Herren. Sie kennen selbst Inflation, Strompreise, Energiepreise. Sie kennen das alles, CO2-Bepreisung. Die Produktion hat sich nach Spanien verlegt. Und frage ich mich, fliegen die Schweinehälften dann hierher, weil der Konsum bleibt so? Oder was passiert? Und jeder, der schon mal in Spanien war, ich glaube, viele Deutsche kennen das 17. Bundesland Mallorca. Dort sehen Sie dann Schweinestallbetriebe mit Klimaanlagen. Das ist dann besonders nachhaltig, liebe Kolleginnen und Kollegen. Man wirkt wirklich zu viele Bildungsabbrecher mittlerweile in Ihren Reihen. Und da zähle ich Sie, Herrn Banatschak, auch mit zu. Und dann muss man sich noch anhören von Kollegen der SPD, die wissen noch nicht mal, was unelastisch ist, sich erklären, dass die Bauern können ja noch nicht mal bei der Rückerstattung der Agrardieselkosten ausweichen, weil E-Traktoren, meine Damen und Herren, hören Sie sich das auf der Tribüne an, die sind frühestens als Prototypen von Fendt und Deere, die haben das, sind große Produzenten, ab Ende des Jahres zur Verfügung, meine Damen und Herren. Diese Regierung treibt also unsere Landwirte und auch die Veredelungsbetriebe in massenhafte Pleiten. Das ist wirklich toll, Frau Künast. Da brauchen Sie auch nicht so das Gesicht zu verziehen. Tja, kommen wir zu weiteren Dingen. Liebe CDU, CSU, ist es eben genannt worden. Wer hat denn sonst hier in der Regel die Landwirtschaftsminister gestellt? Und jetzt können Sie sich tatsächlich ehrlich machen. Meine Kollegen haben nämlich zur Rückerstattung der Diesel, und das ist keine Subvention, das ist eine Rückerstattung, vielleicht mal in Ihr Stammbuch geschrieben. Sie können sich jetzt ehrlich machen, ob Sie eine schwarz angemalte grüne Partei vom Inneren sind, mit Ministerpräsidentin wie Wüst oder Herrn Günther, die ja eigentlich sich gleich bei der Grünen Partei bewerben können. Wir haben Anträge vorgelegt, mit Drucknummern entsprechend, Beibehaltung der Rückerstattung und zum 1.1.25 sogar Verdopplung. Und das ist bei dieser galoppierenden Inflation, bei dieser CO2-Bepreisung und den Strompreisen auch nur richtig. Wir stehen hinter den Bauern. Sie stehen seit 16 Jahren nicht mehr hinter den Bauern. Wir waren es, die ja im Mai 20 bereits gesagt haben, dauerhaft 7% auf Speisen und Getränke. Sie gingen ja nur den halben Weg auf Speisen. Wir sagen 7% dauerhaft auf Speisen und Getränke. Und da ist Ihr dementer Kanzler ja auch offensichtlich wieder mit Erinnerungslücken behaftet. Der hat noch in der Bundestagswahl während der Werbung im September 21 gesagt, mit mir wird es keine Erhöhung mehr geben, wir bleiben dauerhaft bei diesen 7%. Mal wieder ein Chaotenkanzler, und den sollten Sie wirklich auswechseln. Man hört ja schon, Herr Pistorius steht bereit, liebe Kolleginnen und Kollegen. Kommen wir aber noch zu einem anderen Punkt. Auch das war in der Anhörung deutlich. Sie sind auch gerade dabei, die deutsche Luftfahrt zu ruinieren. Auch da gehen Sie daher und wollen tatsächlich entsprechend für diese 400 Millionen die Ticketpreise nach 3 Distanzklassen erhöhen. Dort haben sogar Ihre eigenen Sachverständigen gesagt, dass das nicht zielgerichtet ist. Es wird nicht zu weniger CO2-Emissionen führen. Nicht weniger Leute werden reisen, aber die werden alle aus dem Ausland reisen. Zahlengefällig, Herr von Randow hat es klar auf den Punkt gebracht.
Wir sind nur noch bei 71% vor Corona-Niveau, während wir im europäischen Umland mittlerweile bei 122% sind. Auch hier sind Sie dabei, Hand an die Wirtschaft zu legen und Arbeitslosigkeit zu produzieren. Treten Sie zum Wohle dieses Landes. Kommen Sie bitte zum Schluss. Machen Sie den Weg für Neuwahlen frei. Sie sind die größte Fehlbesetzung und Katastrophe in der deutschen Geschichte. Danke. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bitte ernsthaft, im weiteren Verlauf unseres heutigen Sitzungstages und der Debatten um Mäßigung und um einen respektvollen Umgang mit den Kolleginnen und Kollegen. Man kann hart in der Sache diskutieren, man kann sehr unterschiedliche Auffassungen zu vielen Dingen, die in diesen Tagen geschehen sein. Aber ich denke, es ist geboten, dass das immer mit Anstand und unter Achtung der Würde des Gegenüber geschieht.